zeige ich euch noch, wie versprochen, Wing Commander 3. Ja, Wing Commander 3 ist jetzt für den 3DO jetzt nicht exklusiv. Das ist ja wirklich auf unheimlich vielen Plattformen erschienen. Ich kenne es auch noch aus der Zeit vom PC natürlich. Das war ja so ja, die erste Version und die Konsolen zogen dann so nach. Es gibt aber auch eine PlayStation 1 Version, die ich habe. Und ja, hier eben die für den 3DO. Das Ganze kommt dann hier auf vier Discs daher. Das ist beim PC auch schon so. Das liegt einfach daran, wie ich das schon erwähnt habe, dass das Spiel unheimlich viele ja real aufgenommene Filmsequenzen hat mit Mark Hamill. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Was gleich schon ganz schön ist, also hier ist der Joystick insgesamt, finde ich, noch ein bisschen besser unterstützt. Also ihr könnt ihn hier bewegen wie eine Maus quasi, finde ich eigentlich sehr gut. Und über den Coolie-Head könnt ihr dann hier direkt im Menü dann hin und her switchen. Da starten wir einfach mal New Game. Also da war auch schon der Vorspann sehr stimmungsvoll. Ich muss gleich dazu sagen, der Wing Commander 3 Teil für den 3DO ist auf Englisch. Ich hatte mir auch den PlayStation 1 Teil ja wie erwähnt angeschaut und ja, der ist eben halt auf Deutsch, auch die Zwischensequenzen, aber ich denke mal, dass bisschen in Anführungszeichen, was man da dann verstehen muss, das bekommt man wahrscheinlich auch so noch ganz gut hin. Ja, hier ist dann noch gleich nochmal die Ankündigung Mark Hamill, ja, der sich ja dann hier bereit erklärt hat, an den Dreharbeiten hier mitzuwirken. Hat er auf jeden Fall fast noch eine bessere Figur abgegeben als im aktuellen Star Wars Teil. Aber gut, das ist jetzt ja immer Geschmackssache. Er war ja auch noch ein paar gute Jährchen jünger. Was kommt? Ja, genau. Gut, das legt natürlich grafisch dann nochmal eine Schippe oben drauf. Ah, wobei, kann man gar nicht so unbedingt sagen. Es ist halt hier wieder so ein bisschen mehr versucht auf Fotorealismus zu gehen, während man sich bei dem Super Wing Commander eindeutig so an dem ja, comicartigen Grafikstil gehalten hat. Ich würde es jetzt hier an der Stelle mal auch ein bisschen abbrechen, einfach aus dem Grund, weil Wing Commander 3 ja ist Wing Commander 3 und es gibt ja genügend ja, Versionen auch auf anderen Systemen und genügend Videos. Da möchte ich euch jetzt hier an der Stelle einfach nicht langweilen. Wir wollen ja einfach mal gucken, wie es auf dem 3DO läuft, wie es aussieht und ob es Spaß macht, auch mit Hinblick hier noch auf den Joystick. Genau, das ist auch noch das Gleiche. Hier können wir wieder mit den mit dem Kilrathi, mit dem vermeintlich befreundeten Kilrathi sprechen. Ah, das sieht schon ganz nett aus. Das haben sie schon wirklich echt nett gemacht mit dem Abfilmen der Filmsequenzen. So, das brechen wir jetzt auch mal ab. Dann gucken wir mal, dass wir hier gleich mal in den Briefingraum kommen.
Schließlich wollen wir ja so ein bisschen Spielgrafik auch mal sehen. So. Genau. Wir entscheiden uns jetzt dann mit dem Hobbs zu fliegen, mit dem Carathy Überläufer, dem sonst keiner offensichtlich vertraut. Er hat auch schon länger nicht mehr geflogen. So, und dann würde ich sagen, fliegen wir mal eine Mission. Ja, das ist es also. Grafisch, wie ich finde, sieht es sehr schön aus. Ist ja nochmal hier die Victory. Legt fast noch eine Schippe im Vergleich zu Super Wing Commander drauf, wie ich finde. Also da steht der PC-Version gar nicht in so viel nach. Okay, das ist vielleicht nicht so hoch aufgelöst, aber ja, trotzdem sieht es insgesamt alles sehr, sehr manierlich aus. So, ja, dann versuchen wir uns hier mal im allerersten Gegner. Das hier so vom Schwierigkeitsgrad, aber ich glaube, das war auch nicht so ganz leicht. Also das sind jetzt so die ganzen Teile dafür, alle so ein bisschen ja, bekannt, dass sie alle ein bisschen schwierig sind. Aber wir haben unseren ersten Gegner auch besiegt, wie auch immer. Da habe ich den auch nochmal so ein bisschen gerammt an dem Moment. Da ist aber irgendwo noch einer, da unten, der uns dann hier irgendwie schon aufs Korn nehmen will. Aber das ist mit dem Joystick, das ist wirklich recht genial. Ist zwar tatsächlich hier so ein bisschen vor der Kamera nicht so ganz leicht, weil ich jetzt nicht ganz so gut und ergonomisch jetzt sitze. Aber trotzdem, so das, was ich jetzt so von hier ausrichten kann, ist schon echt ziemlich cool. So, jetzt haben wir mal eine Missile, glaube ich, hier abgefeuert und noch eine. Aber irgendwie scheint er mir irgendwie schon ziemlich weit weg zu sein, der Gute. Aber irgendwie ist er am Horizont oder in weiter Entfernung. Horizont haben wir ja keinen noch explodiert. So, ja, dann haben wir hier nochmal. Ja, der ist ja viel zu weit weg. Ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen auf die Entfernung gucken. So ab 3000, glaube ich, war es dann wirklich sinnvoll, auch tatsächlich zu schießen. Wobei die Kanonen scheinen ja gar nicht leer zu werden. Ah, das war jetzt auch mal eine schöne Explosion so von der Nähe. Das hatte ich mir ja auch mal gewünscht, dass ihr das mal seht. Weil wenn der da irgendwo ganz weit da hinten explodiert, dann... Ja, also ich würde sagen, so mit ein bisschen Übung kriegt man das doch ziemlich gut hin. Ist ja noch einer. Ach ne, der war noch am Explodieren. Okay. Ja, läuft auch wieder sehr, sehr flüssig. Muss man sagen, also der 3DO, der hat tatsächlich wirklich auch die nötige Power an Bord gehabt, um solcherlei Spiele flüssig darzustellen. Da bin ich doch eigentlich jetzt relativ baff. So, dann haben wir den nächsten Waypoint erreicht. Die Steuerung ist leider komplett anders. Die Tasten sind hier anders belegt, aber ich habe irgendwie glücklicherweise gleich herausgefunden, wie der Autopilot wieder zu bedienen ist. Ah, hier gibt es natürlich wieder böse auf die Mütze. Ja, und das ist natürlich jetzt hier schon der Vorteil, ich sag mal so am PC, jetzt noch Wing Commander 3 zum Laufen zu bekommen und dann noch mit einem Joystick zum Laufen zu bekommen, mit einem analogen. Das ist schon tatsächlich dann auch echt eine Herausforderung. So, den haben wir weggeblasen. Und auf der PlayStation 1, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob es da einen Analog Controller oder so ein Analog, so ein Flightstick hier gegeben hat. Oh, das geht aber wirklich sehr schön auch mit der zielsuchenden Rakete hier. Die geht jetzt mal schön so auf das Ding. Das macht echt Spaß. Da mag man irgendwie gar nicht aufhören. Ja, das waren wirklich schöne Spiele. Aber auch heute noch. Sowas sucht man ja heute leider Gottes wohl eher selten.
So, das, was so ein bisschen begrenzt ist, heute muss ja dann irgendwie alles online und ja, 200 Spielstunden und ja, aber einfach mal so ein Spiel, was dann auch irgendwann mal zu Ende ist, ist ja auch mal, hat ja auch mal was Nettes. So, kriegen wir den jetzt noch? Der ist ja so weit weggeflogen hier. Ist ja unglaublich, warum haut er denn so ab, so böse? Ah, jetzt kommt er aber doch nochmal näher ran. Jetzt mal schauen, ob wir den jetzt nochmal kriegen. Haben wir nochmal eine Missile? Ey, der schafft aber echt ordentlich Raum hier dazwischen. Scheint da immer wieder... Ja, okay, das war's. Dann ist er aber auch hinüber. Und dann können wir hier wieder mit dem Autopilot zum nächsten. Ich glaube, das ist dann schon die Victory. Und dann haben wir im Gegensatz zu Super Wing Commander tatsächlich auch das hier geschafft, mal eine Mission auch dann durchzuspielen. Das ist ja ganz wunderbar. Hier nochmal ein kurzer Ausschnitt aus der zweiten Mission. Ich habe dann auch mal die volle Waffenbestückung aktiviert und dann sind die Gegner auch dann schon mal wesentlich schneller hinüber. Ja, also mal hier so eine feindliche Korvette nochmal zerstören. Wow, da hauen wir mal noch eine Missile rein und dann haben wir hier mal schön aufgeräumt. Zack, meine Güte, geht das schnell hier. Kaum macht man es richtig, funktioniert es hier. Aber wie? Ja, das ging jetzt eigentlich gar relativ schnell, die zweite Mission. Ich habe euch zwar erst ein bisschen später dazu geschaltet, aber grundsätzlich ging das. Ich habe jetzt nämlich auch rausgefunden, wie man hier kommunizieren kann. Man muss also den linken unteren Button an der Base gedrückt halten und geht dann hier nach rechts, dann über den Coolie-Head hoch und runter, hier in dem Fall nach rechts, und lässt dann los. Und dann fordert man hier das Landemanöver an und das geht dann hier zum Glück auch schon vollautomatisch. Ich weiß noch, beim ersten oder zweiten Teil musste man dann da ja, manuell dann landen und ja, da konnte einem dann zum Schluss auch noch so ein kleiner Crash passieren. Also das wird einem dann hier zum Glück abgenommen. Ja, sehr nett. Also dann haben wir auch noch mal hier die Landesequenz zum Abschluss hinbekommen. Das ist auch dann ein schöner Abschluss. Und ja, damit würde ich sagen, verabschiede ich mich mal aus Wing Commander 3. Kurz noch so als Fazit, also das Spiel selber. Ich denke mal, das sieht wirklich, habt ihr gesehen, mehr als manierlich aus. Es läuft sehr, sehr flüssig. Es macht mit dem Joystick zusammen sehr, sehr viel Spaß. Also das heißt, wenn ihr euch diesen Joystick organisiert, habt ihr immerhin schon mal zwei Spiele, die ihr damit spielen könnt. Der Wing Commander 3 Teil ist auch in der Regel nicht ganz so kostenintensiv wie der Super Wing Commander, ist auch hier in Deutschland vor allen Dingen noch recht gut zu bekommen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen und habt vielleicht auch noch mal so ein bisschen Blut geleckt. Ja, was einfach hier natürlich auch sehr vorteilhaft ist, ist, ja, man schließt es einfach an und es funktioniert. Ich brauche ja keine Treiber zu installieren und es ist halt alles sehr, sehr einfach. Das ist halt das Schöne einfach so an diesem
ja, Konsolenumsetzungen, dass so alles einfach optimal aufeinander abgestimmt ist und ja, ihr macht es an und es funktioniert. Ja, und damit verabschiede ich mich aber jetzt endgültig aus Wing Commander 3. Hat ja wieder länger gedauert wie gedacht. Dann sind wir schon wieder am Ende meines Dreiteilers zum 3DO Flight Stick und den beiden Spielen Wing Commander und Super Wing Commander angekommen. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es hat zum Glück auch sehr gut geklappt. Im Gegensatz zu dem allerersten Versuch mit dem 3DO Flight Stick, wo auch die Reparatur dann einfach leider Gottes fehlgeschlagen ist. Es war natürlich eine herbe Enttäuschung, ich muss das immer wieder so zum Ausdruck bringen, aber gut, ist halt wie es ist, steckt man manchmal nicht drin, aber ja, hier lief ja jetzt zum Glück alles glatt. Insgesamt kann ich der Kombination auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Ja, also ist mit dem Flight Stick das Spielgefühl, das hat sich gut angefühlt, so wie man das ja von jeher früher auch kennt. Ich finde es trotzdem immer nach wie vor einfach noch besser und schöner, als das jetzt hier mit dem Analogstick eines Gamepads der Fall ist. Es kommt einfach halt mehr Cockpit-Feeling rüber und ja, die Spiele, muss man sagen, sehen auch heute noch durchaus ansehnlich aus, insbesondere der Super Wing Commander, der ja nochmal eine Überarbeitung des ersten Teils ist. Ja, gut, die Sprachausgabe, okay, da kann man streiten, die ist jetzt nicht wirklich so absolut dolle, da haben sie nicht so die besten Synchronsprecher sich da bedient, aber ja, trotzdem grafisch ist das schön und spieltechnisch ist das schön. Also das ist auch durchaus so, dass man es das noch spielen kann. Im Gegensatz zum Original Wing Commander, da muss man dann schon wirklich ja, viele Augen und Hühneraugen zudrücken, um das jetzt wirklich dann, dass da noch Spaß auch einfach aufkommt. Der Wing Commander 3 Teil sieht meiner Ansicht nach auch sehr ansehnlich aus, ist auch eigentlich noch ganz gut gealtert, kann man durchaus sich anschauen, steht jetzt auch meiner Erinnerung nach der PC-Version so grafisch nicht allzu viel nach. Also da kann man auch durchaus mal ein Ründchen zocken und klar, auch hier ist der Flight Stick wieder ganz, ganz wunderbar. Nee, kann man auch hier durchaus empfehlen. Müsste halt jetzt wirklich einfach mal schauen, ob wir so einen Flight Stick noch irgendwo am Markt bekommt. Ja, das ist halt leider Gottes ein bisschen schwierig. Oder ja, ich schaff's mal, dass ich meinen zweiten vielleicht dann doch anhand der Vorlage des jetzt funktionierenden dann reparieren kann. Vielleicht stelle ich ihn dann auch mal irgendwie ein. Dann ist wieder einer am Markt da. Aber ansonsten, ja, müsst ihr einfach mal schauen. Vielleicht habt ihr ja dann da auch einfach Glück. Ja, das war es jetzt zu meiner Review oder beziehungsweise zu meiner Vorstellung insgesamt. Zum Schluss komme ich dann wieder zu meinen üblichen warmen Worten. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr meine drei Videos liked, wenn ihr diese teilt, weiterempfehlt und auch gerne noch ein Abo, falls ihr nicht schon Abonnent habt. Da freue ich mich natürlich auch. Und ja, eine Bitte hätte ich noch, wenn jemand etwas nicht gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr das einfach unten in die Kommentare packen würdet und nicht nur einfach einen Daumen nach unten vergebt. Dann habe ich auch die Chance, meine zukünftigen Videos zu verbessern. Sonst weiß ich dem Grunde nach nicht, was kann ich anders machen, was kann ich verbessern, wenn ich einfach nur ein Dislike kriege. Und ja, damit verbleibe ich dann erst einmal und wünsche einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!